Ja. Es ist richtig glatt geschliffen hier, wo der Ast die ganze Zeit gegen den Baum gescheuert ist. Schon krass. Also ich habe nie geplant, hierher zu kommen und dann hier zu leben oder so. Sondern ich habe mich recht spontan dazu entschlossen, so nach und nach einfach hier zu bleiben. Beziehungsweise irgendwie ist es halt einfach so gekommen. Und so einige positive Nebeneffekte. Und einen wichtigen Punkt finde ich halt, dass hier möglich ist, ziemlich viel zu lernen. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Zum einen halt Sachen zu machen und zu tun und zu bauen und zu herzustellen zum Beispiel. Das andere ist aber auch, naja, im Wald zu leben, so, das ist halt schon ein bisschen was anderes, ne? Und auch so mehr oder weniger mit und von der Solidarität der Leute zu leben, ist auch nochmal ein großes Ding, was sich halt auch in deinem Bewusstsein beeinflusst und weiterbringt. Also bei mir war es jedenfalls so, dass ich dadurch, glaube ich, einige Sachen begriffen habe, was zum einen mir wichtig ist im Leben und was für mich wichtig ist, was ich brauche, also nicht nur mit materiellen Dingen, sondern vor allem an zwischenmenschlichen Sachen so. Das ist das eine. Und zum anderen kann man hier halt auch echt viel ausprobieren, so. Ich glaube, darauf werde ich nicht weiter darauf eingehen. Aber manche können sich vielleicht schon vorstellen, was ich meine, wenn ich sowas sage. Es gab auch wirklich Verzögerungen in der Rodung durch die Waldbesetzung und natürlich auch viele direkte Aktionen, die irgendwie den Normalbetrieb von RWE gestört haben. Insofern gab es schon viele Erfolge. Und was, glaube ich, auch eines der wichtigsten Sachen war, die hier gemacht wurden, dass eine Art Vernetzung stattgefunden hat zwischen Leuten hier, die schon vorher aktiv waren. Weil es gab ja schon immer Widerstand in der Region. Und das darf auch nicht vergessen werden. Ich glaube, es wird auch oft vergessen. Und wir sind dann so die Aktivistis, die irgendwie aus den Städten anreisen und erstmal was anderes sind als die Leute, die hier wohnen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass es nicht so rüberkommt für die Leute, dass man jetzt auf eine Wiese ziehen muss oder in den Wald ziehen muss und sich das Wasser mit Wasserkanistern hier heranschleppen muss, um irgendwie aktiv Widerstand zu leisten, sondern dass das auch anders geht. Und die ganzen Leute, die uns ja auch unterstützen und die ganzen Leute, die selber Aktionen machen oder Gerichtsverhandlungen führen, die sind ja schon auch sehr lange aktiv. Und was ich hoffe eigentlich, ist, dass ankommt bei den Leuten, dass sie, auch wenn sie jetzt nicht klettern können oder was, sie müssen gar nichts Besonderes können und auch nicht besonders toll Sachen formulieren können, um aktiv zu werden und was dagegen zu machen.
Ich weiß aber nicht, ob wir das so gut erreicht haben durch unser Leben hier. Das ist wieder so eine Frage, die ich mir quasi stelle. Weil ich denke, es ist jetzt nicht das Privileg der Leute, die hier wohnen und die quasi direkt von Umsiedlungen betroffen sind oder von Autobahnlärm oder von Kohleschmutz, dass nur die Leute Widerstand leisten dürfen, was irgendwie oft gesagt wird. Ja, die zugereisten AktivistInnen so, was geht das euch an? Es ist nicht eure Sache. Aber klar, Klimawandel geht uns alle an und hier ist eine der größten CO2-Quellen Europas und das geht wirklich alle Leute an. Deswegen finde ich das nicht, aber ich denke schon, dass ein Widerstand nur fruchtbar sein kann, nur wirksam sein kann, wenn er von den Leuten hier vor Ort auch kommt. Ich habe hier auf jeden Fall einige Sachen begriffen, die mir vorher noch nicht so klar waren, obwohl der Hass auf den Kapitalismus schon davor da war. Der ist nicht erst hier entstanden. Aber trotzdem sind mir so einige Sachen erst hier auch wirklich klar geworden. Ich habe es irgendwann mal in einer E-Mail so formuliert, dass es sich ganz am Anfang, dass es sich anfühlt, als wäre so ein Vorhang gehoben oder sowas. Und ich plötzlich alles ganz klar sehe und verstehe, was vorher irgendwie auch immer so ein bisschen Mythos war. Ich wusste irgendwie, dass es scheiße ist und dass es mir nicht gefällt und dass es auch viel zu vielen anderen nicht gut damit geht. Aber manche Zusammenhänge habe ich dann, glaube ich, hier so nach und nach erst richtig verstanden. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Vogel, der sein Nestchen baut, bloß er nicht ganz so viel Spucke verwendet. Ob wir den Tagebau stoppen können? Keine Ahnung. Mit einer Besetzung und einem jährlichen Camp allein sicher nicht. Aber RWE musste auch für den Sommer 2013 ihren Preis zahlen. Unser Selbstbewusstsein hat es gestärkt und was wir gelernt haben, wird zur Anwendung kommen. Es gibt neue Punkte, an denen angeknüpft werden kann. Bei der Gleisblockade beispielsweise weigerten sich die Hälfte der Festgenommenen, ihre Identität preiszugeben. Obwohl die Angabe der Personalien in Deutschland leider auch in radikalen Kreisen oft ein unhinterfragtes Dogma ist, kamen alle nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß. Die andere Hälfte wurde im Nachhinein mit Zivilklagen überzogen. Auch gelang es der Polizei bei vielen Aktionen nicht immer, die Menschen, die sie in die Hand bekamen, auch wirklich festzunehmen. Spontanes und entschlossenes Eingreifen der Umstehenden vereitelte einige Male, dass Menschen eingesperrt wurden. Und das häufig in Situationen und von Personen, von denen es am wenigsten erwartet wurde. Doch die turbulente Zeit hatte auch seine Nebenwirkungen. Konflikte, die schon seit längerem offen waren, brachen immer häufiger durch. Die Auseinandersetzungen mit gegenseitigen Bedürfnissen kamen immer kürzer.
ebenso die Auseinandersetzung mit eigenen gesellschaftlichen Positionen und deren Bedeutung für das gemeinsame Leben. Somit war der Herbst nicht nur vom Aufbau der neuen Besetzung geprägt, sondern auch von der Aufarbeitung alter Konflikte. Nach außen wurde es ruhiger, Zeit des Wundenleckens und des Kräftesammelns. Doch vielleicht trügt der Schein. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die Kohlebahn in der Zwischenzeit stillstand, weil die Oberleitung sich immer wieder auf mysteriöse Art und Weise mit einem hellen Blitz in Wohlgefallen auflösten. Keine Ahnung, wie viele Sägeblätter bei den Rodungen diesen Winter zersprangen, weil sie in den gefällten Bäumen auf Metall stießen. Erst gerade im März 2014 konfiszierte die Polizei bei einer Razzia auf der Wiese sämtliche elektronischen Geräte und Kommunikationsmittel. Angeblich wurde ein Bagger des Nachts von jeglicher Elektronik befreit. Es ist mit Sicherheit keine kleine Herausforderung, sich von der Repression nicht kaputt machen zu lassen. Doch vielleicht zeigen uns Einsätze wie diese Razzia auch, dass wir mit unserer Anwesenheit ins Schwarze treffen. Denn je vielfältiger und offener die Widerstandsstruktur ist, je brüchiger die vermeintlichen Grenzen zwischen bürgerlichem Leben und radikalem Aktivismus, desto mehr werden sie die Kontrolle verlieren. Die Besetzung von Wald und Wiese hat übrigens ein Versprechen abgegeben. Sobald die Polizei räumt, und sei es nur eine Teilräumung, wird es am Samstag nach 4 Wochen zur Wiederbesetzung kommen. Haltet Holz und Hängematten bereit. Tag X plus 4.